Glaubt man an einen Gott? Was antworten die Menschen auf diese Frage? Laut einer Umfrage von 2010 in den 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union sagten gut 51%, dass es einen Gott gibt. 26% glauben an eine andere spirituelle Kraft und 20% glauben nicht, dass es irgendeine Art von Gott, Geist oder Kraft gibt, die das Leben lenkt. Die Prozentangabe wird heute, nach knapp 11 Jahren, etwas anders aussehen. Dennoch kann man behaupten, die Mehrheit der Menschen glaubt an Gott. An Gott glauben ist gerade in dieser Zeit der Pandemie nicht einfach. Einige sagen, dass Gott in dieser Zeit nicht besonders aktiv oder hilfreich ist. Mit dieser Aussage werden glaubende Menschen verspottet. Aber auf der anderen Seite haben wir erlebt, dass unsere Ostergottesdienste gut angenommen wurden. Ja, Menschen suchen doch Gott. Sie brauchen einen Halt. Sie brauchen eine Botschaft der Hoffnung und der Glaube gibt ihnen die Erfüllung dieser Sehnsucht. Ich habe in letzter Zeit mit vielen meiner Freunde gesprochen. Auch sie vertreten eine ähnliche Meinung. Trotzdem muss man zugeben, dass der Glaube kein einfacher Sonntagsspaziergang bedeutet. Dasselbe betonen uns die Evangelien in dieser Osterzeit. Wir sehen, wie Jesus sich bemüht, um seine Jünger von seiner Auferstehung zu überzeugen. Sie sehen ihn, sprechen und essen mit ihm. So zeigt Jesus, dass er kein Geist ist. Nicht nur Thomas, sondern auch die anderen Jünger erlebten ihn leibhaftig und sahen seine Hände, Füße und seine Wundmale. Das hat uns auch Lukas, der ein Arzt war, bestätigt. Wer könnte in diesem Fall glaubhafter sein? Trotzdem zweifelten die Jünger noch immer an der Auferstehung Jesu. Um das zu begreifen, muss man auch den Kontext verstehen. Denn über die Auferstehung der Toten gab es in Palästina verschiedene Meinungen und Auffassungen. Die Pharisäer glaubten daran, die Sadduzäer hingegen haben sie geleugnet. Die Jünger haben gesehen, dass Jesus einige Menschen zurück ins Leben geholt hat. Die Bibel berichtet in diesem Zusammenhang von der Tochter des Jairus, dem Sohn einer Witwe in Nain und von Lazarus. Trotzdem konnten sie es nicht begreifen, dass Jesus der Herr über Leben und Tod ist. Wie die Umfrage gezeigt hat, gehören wir zu der Mehrheit, zu der Gruppe der Menschen, die an Gott glaubt. Denn wir wissen, dieser Glaube hilft uns in unserem Leben. Dieser Glaube ist uns wichtig, genau wie zum Beispiel eine Ausbildung oder andere Faktoren im Leben, die uns ermutigen, unser Leben positiv zu gestalten. Ja, der Glaube an den lebendigen Gott ist unsere unsichtbare Kraft. Das sagen wir der Welt, auch wenn es nicht einfach zu leben ist.
und es auch in unserem Leben Momente des Zweifels gibt. Ja, in jedem Leben wird es Probleme geben, aber Gott lässt uns nicht allein, denn er kommt zu uns. Er sucht die Begegnung mit uns. Dies ist kein Geisterglaube, sondern unsere feste Überzeugung. Dieser Glaube möge uns helfen. Amen.